Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Schwangerschafts-Must-Haves. Ja, was sind meine Favoriten in der Schwangerschaft? Ja, ohne welche Produkte könnte ich es nicht aushalten, beziehungsweise sind fast überlebenswichtig. Ja, die wollte ich heute einfach mal vorstellen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's! Das erste, was natürlich bei gar keinem Schwangerschafts-Must-Have-Video fehlen darf, ist das Stillkissen. Beziehungsweise habe ich hier unseren Stillmond. Den verlinke ich euch mal in der Infobox. Der ist von Löniken. Und das ist so ein Mond, wie ihr seht, so ein Halbmond. Hier ist die Füllung ein bisschen verrutscht. Und genau, der ist schön handlich, damit kann man stillen. Aber er ist zum Schlafen einfach ein Traum. Also er ist wirklich so bequem. Er ist genau perfekt, was die Größe angeht. Also er ist ja einfach so schön zum Schlafen und vor allem so kuschelig weich. Ich habe den Stillmond immer zwischen meinen Beinen und das Stillkissen, was ihr hier seht, zeige ich euch gleich auch nochmal, immer im Rücken. Also, ja, bin so von allen Seiten komplett eingepackt. Und der Stillmond war auch schon auf Reisen dabei im Auto, weil es einfach, ja, als Schwangere im Auto nicht mehr so bequem ist. Und ja, ich bin wirklich mehr als begeistert von diesem Stillmond und ich würde ihn mir immer wieder holen. Und wir wollen auch eventuell einen zweiten haben, weil Felix schläft auch total gern damit. Total komisch, aber ja, der ist wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, so ein Halbmond. Und verlinke ich euch mal in der Infobox. Und das ist auf jeden Fall ein absolutes Must-Have. Genauso wie unser Stillkissen. Das hier muss unbedingt mal in die Wäsche. Genau, so sieht unser Stillkissen aus. Das ist von Julius Zöllner. War sehr, sehr teuer. Ich glaube 70 Euro. Aber ist auch einfach so schön, es ist leise. Das ist mir bei sowas total wichtig. Also, wenn man hier rumknaut, ist es nicht allzu laut. Ja, der Stoff ist super weich, super bequem. Und ich finde, sieht auch noch richtig stylisch aus. Ja, wie gesagt, von Julius Zöllner. Und das haben wir auch schon seit Anfang der Schwangerschaft. Und seit die Rückenschmerzen und so begonnen haben, schlafe ich damit auch, weil das einfach ohne absolut nicht mehr geht. Und das gehört wirklich auf jede Top-Liste, was die Schwangerschafts-Must-Haves angeht. Wenn ihr schwanger seid und euch jetzt wirklich überlegt, was brauche ich, was muss ich mir kaufen, auf jeden Fall ein Stillkissen, weil das Schlafen wird sonst echt richtig, richtig schwierig und richtig unangenehm. Was ich euch eventuell auch noch empfehlen kann, ist so eine Bettschlange für Babys, beziehungsweise allgemeine Bettschlange. Halt einfach was Rundes oder was Weiches, was ihr zwischen die Beine legen könnt oder in den Rücken. Das ist einfach super wichtig und super bequem und auf jeden Fall, wie gesagt, ein Must-Have. Ja, weiter geht's mit einem ganz, ganz schönen Thema und zwar die Brüste. Ja, die Vormilch kommt schneller als man denkt und das Kolostrum versaut euch einige BHs, genauso wie bei mir. Ich musste schon einige BHs wirklich aussortieren. Ganz teure BHs leider von Calvin Klein, aber ja, das Kolostrum ist leider sehr aggressiv anscheinend und geht beim Waschen nicht immer raus. Und da habe ich schon einige Tipps von euch bekommen, ist super lieb. Aber ich habe schon so viel ausprobiert. Ich benutze jetzt Stilleinlagen, wenn es wirklich sehr, sehr doll ist. Es ist nur an manchen Tagen sehr, sehr doll. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ihr da wirklich komplett ausläuft. Aber es ist manchmal wirklich sehr, sehr schlimm und sehr, sehr viel und dementsprechend auf jeden Fall auch ein Must-Have-Stilleinlagen. Ja, dann geht's weiter mit Streifenlos. Ja, ich habe mir gekauft am Anfang der Schwangerschaft Bellybutton Mama Streifenlos Körperöl und das Bodybalsam. Einmal sieht das so aus und so. Und das ist beides ziemlich teuer, aber auf jeden Fall auch ein Must-Have. Ich creme mich, ja, schon, ich glaube, seit Mitte der Schwangerschaft regelmäßig mit dieser Creme ein. Und der Felix macht immer, ja, Zupfbewegungen mit dem Öl. Das sind erstmal total schöne Momente mit, ja, dem Partner und dem Kind sozusagen. Man, ja, baut eine Beziehung auf, genau. Also das kann ich euch wirklich empfehlen.
weil das erstens auch total gut riecht. Es hat eine gute Konsistenz. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ist halt einfach so eine Creme. Die ist ein bisschen flüssiger, also nicht so richtig fest, sondern ein bisschen flüssiger. Auf jeden Fall ein Must-Have, die beiden Sachen. Und ich möchte nicht mehr ohne. Ja, was ich auch seit ein paar Wochen benutze, ist Kokosöl. Ja, Kokosöl ist wirklich so ein Allrounder. Kokosöl ist für alles gut, habe ich irgendwie das Gefühl. Und seitdem meine große Schwester uns hier zu Hause den Tipp gegeben hat, benutzen wir das für alles. Also Zahnschmerzen, irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Hautprobleme. Überall haben wir Kokosöl, deswegen haben wir auch nur noch so große Packungen hier. Ja, das ist jetzt Kokosöl nativ. Und das haben wir von Rossmann. Kokosöl ist relativ teuer, wie ich finde. Ja, seitdem der Bauch total juckt, ist es auf jeden Fall mein einziger Retter. Da hilft nicht mal die streifenlose Creme, sondern wirklich nur Kokosöl. Immer wenn der Bauch juckt und ich das Bedürfnis habe, mich zu kratzen, creme ich es ein. Oder creme den Bauch ein und dann ist auf jeden Fall alles paletti. Klar, das dauert sehr, sehr lange, bis es einzieht. Also am besten ein Shirt drüber und fertig. Aber das riecht vor allem total gut und es macht die Haut einfach so weich. Also mein Bauch ist total weich. Und die letzten Wochen habe ich auch nur noch das Kokosöl benutzt, nicht mehr die Creme. Und ich glaube, es liegt auch einiges echt daran, was die Streifen angeht, wegen dem Kokosöl. Ich möchte darauf nicht vertrauen. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und Kokosöl deswegen, was den Bauch angeht, auf jeden Fall ein Must-Have. Allein wegen dem Juckreiz. Das ist wirklich manchmal so ätzend. Da wollt ihr einfach nur noch gerne eine Rettung in der Not. Und das ist auf jeden Fall eine Rettung in der Not. Ebenfalls eine Rettung in der Not, meine Sodbrenntabletten. Die hier sind von Renny. Reni. Weiß ich nicht. Und wie gesagt, schon meine zweite Packung. Weil ich so oft Sodbrennen habe. Das ist wirklich nicht mehr schön. Und ja, da ist wirklich das auf jeden Fall der Retter in der Not, auf jeden Fall. Also nie wieder ohne. Und wenn auch die Packung hier teilweise leer ist, dann hole ich mir direkt eine neue, weil ich das letzte Mal ein bisschen gewartet habe und echt fast gestorben bin. Also Milch hilft bei mir sehr, sehr selten. Und diese Tabletten sind wirklich irgendwie das Einzige, was irgendwie hilft gegen Sodbrennen. Ja, dann natürlich auch ein Must-Have, unsere Folio Forte Tabletten. Die nehme ich jeden Tag. Das ist auch schon die zweite Verpackung. Das ist nämlich jetzt schon Phase 2, Schwangerschaft und Stillzeit, ab der 13. Woche bis zum Ende der Stillzeit. Da haben wir schon eine Packung aufgebraucht, hatten dann noch natürlich Phase 1, dann Phase 2. Das ist jetzt die dritte Packung, aber ebenfalls wäre die Phase 2, die wir auch über die Stillzeit nehmen. Und meine Frau jetzt hat auch gesagt, das ist das Beste. Hier ist auch noch Jod drin und Vitamin D und Vitamin B12. Genau. Ja, was auch noch so ein Must-Have ist für mich, sind meine Schwangerschafts-Apps. Ich habe zwei Apps auf dem Handy. Einmal PregLife, glaube ich, heißt sie, und einmal Schwangerschafts-Plus. Und die beiden sind einfach so toll. Also ich liebe beide Apps. Ich schaue jeden Tag fast rein, was es für neue Informationen gibt. Und bei PregLife kann man sogar sehen, ja, wie viel Prozent von der Schwangerschaft schon vollendet sind. Und ich finde es einfach super schön, wenn man sich immer so informieren kann, wie groß das Baby vor allem gerade ist, was sich ungefähr gerade entwickelt. Und ich finde es total schön, genauso wie die YouTube-Videos. Schwangerschaftskalender heißen die, glaube ich. Da gibt es für jede Woche ein Video. Und auch die schaue ich mir immer am Dienstagmorgen an, um dann zu sehen, was mich jetzt, beziehungsweise was das Baby die nächste Woche jetzt betrifft. Und genau, das ist auch auf jeden Fall ein Must-Have von mir. Ja, auch ein Must-Have ist Traubenzucker, beziehungsweise immer etwas Süßes im Auto oder so oder in der Handtasche. Also ich habe immer Traubenzucker in der Handtasche und in der Jacke und im Auto. Ich habe wirklich überall Traubenzucker, weil ich ganz oft Kreislaufprobleme bekomme. Und dann einfach so ein bisschen Traubenzucker brauche oder ganz schnell was zu trinken. Dementsprechend habe ich auch überall was zu trinken, immer im Auto, in der Handtasche, überall was zu trinken, weil das auch Must-Haves von mir sind. Ja, eindeutig. Also Traubenzucker und immer was zu trinken, ganz, ganz wichtig. Ja, das letzte Must-Have, was ihr, glaube ich, auch des Öfteren mitbekommt, sind meine Jogginghosen. Ich trage wirklich in der Schwangerschaft nur Jogginghosen, weil es einfach so bequem ist.
und so entspannt. Ich ja, zwänge mich ungern in irgendwelche Schwangerschaft-Jeans oder so. Ich habe zwar welche da und ja, wenn es festliche Tage sind, sage ich mal, dann ziehe ich die auch an. Aber ich ja, bin froh, dass es Jogginghosen gibt. Und deswegen auch unbedingt ein Must-Have oder auf jeden Fall ein Must-Have von mir. Ja, mein Lieben, und das waren meine Schwangerschaftsfavoriten, meine Schwangerschafts-Must-Haves, ohne die ich als Schwangerschaft nicht mehr überleben würde. Kann man so sagen, glaube ich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Inspirationen oder so. Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!